Ja, so, meine Lieben. Ja, der große Tag ist endlich da. Ja, Halloween ist jetzt heute Abend. Ja, ich ja, muss mich jetzt trotzdem etwas schicken, leider mit dem Video, weil ich will es ja nachher unbedingt noch hochladen. Und ja, muss ja dazu leider noch rüber ins Internetcafé. Und ja, wir haben jetzt 16:45 Uhr. Das heißt, ja, dass ich so 18 Uhr wieder zu Hause bin und dann ja mein Halloween-Programm dann ja beginnt und möchte jetzt natürlich auch erzählen, welche Filme da bei mir laufen werden heuer. Und ja, also ich bin ja da immer sehr heikel, was die Filmauswahl betrifft. Also an Halloween darf da bei mir nichts schieflaufen. Und somit, ja, der erste Film, den kenne ich noch nicht. Da hat mich der liebe Slane in seinem neuen Slane Watched Video mich darauf gebracht. Ja, und zwar handelt es sich um diesen Halloween Tale, glaube ich, heißt der. Ich muss nochmal ganz genau schauen. Ich hoffe, dass ich den nachher dann auch ja, gleich mitnehmen kann, weil ja, es handelt sich eben um einen ja, Episodenfilm und ich mag ja sowas sehr gerne, ja, so wie ja, die Creepshow oder neulich eben die ABCs of Death haben mir wirklich, wirklich riesig gefallen und der Slane hat eben auch gemeint, dass der Nick-Prinzip in einer Geschichte auftaucht. Ja, worauf ich jetzt natürlich sehr gespannt bin. Und ja, mich hat zuerst eben diese FSK 16 natürlich abgeschreckt, aber es soll wohl ja mehr in die lustigere Richtung gehen und bin da jetzt dann mal sehr gespannt. Also ich werde den dann ungefähr 18:30 Uhr anschauen. Das wird dann der erste Film sein. Und wenn der jetzt mir wirklich nicht gefallen sollte, dann ist nicht so schlimm, weil die anderen mir dann ja eben umso besser gefallen. Ja, also also es wird dann ungefähr 20 Uhr dann sein, wo ich mir den Exorzisten gönne, also der Exorzist 1, das Original, aber halt eben in dieser ja, neuen Fassung habe ich den, also mit den Spezialeffekten halt eben auch mit den neuen. Und das ist wirklich ein Film, einer der ganz, ganz wenigen Filme, die mich wirklich bei jedem Mal anschauen, immer wieder aufs Neue, ja, irgendwie wirklich gruseln können. Und da gibt es auch ja eine witzige Geschichte dazu. Also ich habe mich da, ja, ich habe den Film dann auch, glaube ich, ein paar Jahre nicht mehr gesehen gehabt. Und dann vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren oder so, ihn mir dann mal wieder angesehen. Und war gar nicht mehr auf diese eine Szene gefasst, wo man dann gar nicht damit rechnet und auf einmal ganz kurz diese Fratze, die Dämonenfratze da eingeblendet wird und ich mich so erschrocken habe. Und es ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Wirklich, also selten hat ein Film so eine Atmosphäre erreicht, finde ich. Und auch einer der ja, wenigen Vertretern aus den 70er Jahren, die mir so richtig, richtig gut gefallen. Ja, und dann jetzt, das wird jetzt einigen nicht so gefallen, aber naja, die Geschmäcker sind ja verschieden. Und wenn es dann ungefähr 22 Uhr rum sein wird, dann einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Halloween von Rob Zombie. Und ja, ich schaue mir da immer die Kinofassung an, also nicht den Director's Cut, weil ja, es ist, glaube ich, wirklich auch der einzigste Film, den ich in der Kinofassung besser finde. Und ja, ich liebe diesen Film und wirklich aus ja, sehr vielen Gründen einfach. Ja, schon allein wegen dem Cast. Danielle Harris ist dabei und Tyler Mane spielt den Michael Myers unheimlich gut. Hier im ersten Teil auch, ja, wo man eben seine Kindheit sieht, finde ich eben den Kinderdarsteller
Also richtig toll und einfach ein richtig, richtig geiler Slasher. Und ihr wisst ja, dass Slasher auch eins meiner Lieblings, ja, Genres ist aus dem Horrorbereich. Ja, und wenn es dann Mitternacht rum sein wird, dann direkt im Anschluss Rob Zombie Halloween 2, den ja wirklich absolut keiner mag. Außer mir, ich liebe diesen Film. Und ja, aber da könnt ihr, wenn ihr da Interesse habt, die Reviews, die findet ihr auf meinem Kanal dazu. Und ja, wenn es halt heute Nacht direkt Halloween sein wird, dann werden die beiden Filme bei mir laufen. Und ja, letztendlich dann um ja, 1:30 Uhr, 2 Uhr wird dann der letzte, also der ja, Nachtfilm sozusagen, wird dann auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme von George Romero, Dawn of the Dead sein. Die ganz, ganz lange Fassung, über 2 Stunden. Ja, zu diesem Film brauche ich wirklich, glaube ich, nichts sagen. Jeder kennt ihn und ja, diesen Klassiker. Und es ist einfach, ja, dieser Film, wirklich, ich könnte mir immer und immer wieder anschauen. Ich verbinde auch sehr viel mit diesem Film. Und ja, meine Lieben, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich hoffe wirklich, dass vielleicht, weil der Slane hat ja sein Halloween-Video schon angekündigt, dass es jetzt vielleicht ja nachher schon online ist und vielleicht von ein paar anderen. Vielleicht haben die auch noch, der Silentium hat ein super Video, habe ich mir auch gestern angesehen gemacht. Mit seinem Kumpel zusammen hat er auch Filme vorgestellt, die sie an Halloween gucken werden oder empfehlen. Und ja, in diesem Sinne, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, habt ein wunderschönes Halloween, egal was ihr macht, ob ihr feiern geht oder besinnlich zu Hause, so wie ich, oder ja, leider, 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 jetzt war es die ganze Zeit neblig. Jeden Tag in der Arbeit dachte ich mir, ach, ist das schön neblig. Und gerade heute am Samstag kein Nebel da. Die Fratze hat, ja, scheint immer noch ein bisschen, aber ja, zum Glück haben wir ja jetzt die Zeitumstellung, wieder normale Uhrzeit. Also lang kann sie uns nicht mehr terrorisieren, meine Lieben. Ja, das war's mit meinem Gesabbel, das war's mit meinem Halloween-Video. Wir sehen uns bald wieder. Hoffe ich doch, meine Lieben. Bis bald, euer Knorrhahn Siegberts.